the mall, cause your mama forgot. I know it hurts so bad. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild, wenn ich jemand auswählen müsste, wäre das John Frusciante. Das, falls man den nicht kennt, das ist der Gitarrist von den Red Hot Chili Peppers. Und warum? Weil er einfach wahnsinnig innovativ gearbeitet hat in seinen Werken und verschiedene Musikstile kombiniert hat, die vorher in der Form noch nie kombiniert wurden und einen einzigartigen Stil hat. Mein Vorbild ist meine Mutter, da sie sowohl beruflich als auch in der Erziehung immer alles super hinbekommen hat und wir so auf den richtigen Weg gekommen sind. Das kommt immer ganz drauf an, auf welchem Bereich. Also ich glaube, das sind ganz viele Leute. Das ist im Prinzip jedes Buch, was ich lese. Aktuell Jordan Peterson, großes Vorbild. Wenn ich mir jetzt Businessaufbau anschaue, dann offensichtlich der große Herr da neben dir. Ja, kommt immer darauf an, in welchem Bereich. Im Prinzip ist ja jeder irgendwo dein Vorbild, von dem du dir irgendwas mitnehmen kannst. Und im Prinzip auch du selbst, wenn du Fehler machst und daraus lernst. Also ja, ich kann da jetzt nicht das klare Vorbild nennen, aber das sind ganz viele. Ich würde sagen Lea Sophie Kramer, einfach weil die mich in Hinsicht Karriere sehr viel gelehrt hat und ich ihre Einstellung und ihre Lebensweise sehr erstrebenswert finde. Mein Vorbild ist ganz klar Cristiano Ronaldo. Er ist mein Vorbild, weil er einfach seit Jahren kontinuierlich diszipliniert ist. Und das habe ich bisher noch nie bei jemandem gesehen. Jetzt habt ihr ja mal von ein paar Leuten bei mir aus dem Team gehört, was die so zum Thema Vorbild sagen, wer deren Vorbild ist und so. Lass uns da mal eintauchen und gucken, wie du zum Vorbild werden kannst. Die Frage ist, also muss man sich das überhaupt vornehmen, weißt du? Muss man sich vornehmen, ich will zum Vorbild werden? Aus meiner Sicht ist das so ein Nebenprodukt, wenn du 5 Dinge tust, die ich dir gleich gerne kurz nennen möchte. Vorher aber, wenn du magst, ich habe mir Notizen gemacht, gehen wir mal kurz da rein und schauen uns an, was ist ein Vorbild eigentlich überhaupt? Weil wenn wir das mal eingeben, dann sagt Wikipedia was dazu. Wikipedia ist schlau, was steht da? Bei Wikipedia steht, Vorbild ist eine Person oder Sache, die als richtungsweisendes und idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird. Im engeren Sinne ist ein Vorbild eine Person, mit der ein meist junger Mensch sich identifiziert und dessen Verhaltensmuster sie oder er nachahmt oder nachzuahmen versucht. Okay, also das mal die Bedeutung eines Vorbilds bei Wikipedia. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt, aus meiner Sicht, gibt es eine ganze Menge, was einen an einem Vorbild faszinieren kann. Wenn man da mal drüber nachdenkt, was finden wir eigentlich toll an einem Vorbild? Das können die Worte sein, das können Taten sein. Gewisse Talente, die diese Person hat. Ne? Denk nur mal an irgendwie Fußballspieler zum Beispiel und sagt, boah, mein großes Vorbild ist Messi oder keine Ahnung wer. Charisma kann faszinieren, Eigenschaften oder auch Erfolge. Weißt du, denk nur mal an so jemanden wie Elon Musk, für viele ein Vorbild, weil einfach das, was der Typ tut mit seinen Erfolgen, wahnsinnig inspirierend ist. Ne? Also das erstmal nur so ein paar einleitende Worte. Also und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kann man denn selber zu einem Vorbild werden, wenn du das willst? Ganz klar, ich habe mir nie vorgenommen, Vorbild zu werden. Also das war nie irgendwie mein Antrieb. Jetzt weiß ich aber, dass ich das für manche bin. Und ich kann da gar nicht so richtig gut mit umgehen, weil das für mich so, also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Manchmal sprechen mich Leute an auf der Straße und boah, ey, toll, du bist echt ein großes Vorbild. Und sobald mir das jemand sagt, kommt bei mir selber so eine Skepsis, wo ich denke so, hä, wieso bin ich denn ein Vorbild? Also ich finde nicht, dass das irgendwie, weil ich mich halt mit anderen vergleiche wiederum und denke, ich bin selber voll das kleine Licht. Also ich bin wirklich nichts Besonderes, ich mache nichts Besonderes und ich habe nichts Besonderes geleistet in meinen Augen, weil ich mich aber auch mit, aus meiner Sicht, Vorbildern vergleiche, die halt an Stellen sind, wo ich sage, wenn ich da auch nochmal ansatzweise hinkomme, dann habe ich es echt geschafft, ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn man da mal ein Muster hinterlegen wollen würde, dann könnten wir uns 5 Punkte anschauen, die wahrscheinlich darauf einzahlen, dass du für andere als Vorbild irgendwann mal angesehen wirst. Was sind das für 5 Punkte? Schau mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Das erste, finde ich, lautet, liefere einen Wert. So, Punkt. Liefere einen Wert, entweder individuell, wo jemand Individuelles sagt, boah, das finde ich so toll, danke, oder einen gesellschaftlichen Wert. Sowas wie, weiß ich nicht was, Gandhi, Mutter Teresa, die Klitschkos, ne, in ihrer Funktion als, ich glaube,
Vitali Klitschko ist es, der Ältere auf jeden Fall, der Bürgermeister in Kiew ist. Ich meine, der macht das ja nicht des Geldes wegen, sondern weil er einen gesellschaftlichen Nutzen bringen will. So, liefern einen Wert. Ja, was ist denn ein Wert? Jetzt kann man sagen, ja, was, Messi, was liefert denn für einen Wert? Du, eine ganze Menge. Der inspiriert Menschen. Und allein das aufgrund seines Talents, also aufgrund seiner Fähigkeiten, ist schon ein Wert für viele. Die gucken das gerne. Und da gibt es den Wert Unterhaltung, da gibt es den Wert, ey, das ist schön, da kann ich meine Zeit investieren, da gibt es den Wert Inspiration. Liefere einen Wert, das ist schon mal aus meiner Sicht Grundvoraussetzung Nummer eins. Nummer zwei lautet, habe selber klare Werte. Menschen, die Vorbilder sind, da kann man mal eine Schablone drüber legen und da fällt auf, die haben sehr klare Werte. Was sind Werte? Werte sind wie so eine Art Kompass oder Navigationssystem, nachdem ein Mensch sich verhält. Sowas wie Ehrlichkeit, sowas wie Fleiß, sowas wie Offenheit, Geradlinigkeit. Gibt ja unterschiedlichste, also zahllose Werte. Aber idealerweise sind die Werte, die du hast, positiv und inspirierend. Bei mir ist zum Beispiel ein großer Wert Ehrlichkeit. Bei mir ist ein großer Wert auch Fleiß. Bei mir ist ein großer Wert Familie. Bei mir ist ein großer Wert Disziplin. Und das weiß ich, dass das so im Unternehmerleben gut ankommt. Oder auch Bodenständigkeit. Das ist ein wichtiger Wert von mir. Und nach diesen Werten handle ich. Nicht, weil ich mir die irgendwann mal ausgedacht habe, sondern weil ich so selber in meinem Leben, haben die sich so rauskristallisiert. Und je älter ich wurde, desto klarer wurde es, ah ja, guck mal, das ist eigentlich das, wonach ich handle. Und dann habe ich es mir bewusst gemacht und dann hilft das mir, auch diese Werte in manch kniffligen Situationen im Leben anzuwenden, zu sagen, soll ich das jetzt machen oder nicht? Ja, Moment mal, eigentlich verstößt das gegen meinen Wert. Und ja, klare Werte zu haben, gebe ich dir als Tipp generell mit, da solltest du dich mit auseinandersetzen. Das ist nichts, was dir mal eben nebenbei bei einer Pommes mit einem Freund einfällt, sondern da musst du dir halt mal Zeit für nehmen und wirklich dir bewusst machen, was sind deine Werte, nach denen du handelst. Was ist dein Kompass, dein Navigationssystem deines Handelns? Dann ist das Dritte, diese Werte auch authentisch zu leben. Und das ist genau der Schlüssel. Es gibt Werte, die sind populär. Und da sagt man, dann gibt es viele, die sagen, boah ja, ach, das mache ich mir jetzt zum Wert, ich sage jetzt, das ist mein Wert. Aber die leben das gar nicht wirklich. Da merkt man in allem, nee, das ist nicht authentisch. Kennst du das vielleicht? Manche, die sind so pseudolustig und die wollen immer so, machen so überzogene Witze, weil sie dann irgendwie den Wert haben und denken, ja, jetzt muss ich aber besonders lustig sein, das ist mein Wert. Dabei sind sie es gar nicht, wo du sofort merkst, ey, die Person ist nicht authentisch. Das ist irgendwie, das ist vorgespielt. Und du merkst das. Und automatisch finden wir Menschen, die unauthentisch sind, nicht sympathisch. So ist das nun mal. Und deswegen, Werte zu haben, ist das eine, aber dann die Werte auch authentisch zu leben, ist aus meiner Sicht der dritte Punkt, um auf dem Weg zu sein, ein Vorbild mal zu werden. Punkt Nummer vier ist aus meiner Sicht nicht zu perfekt sein. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht aus zwei Gründen. Weil erstens, Perfektion hat wenig Freunde. Perfektion erwartest du von einem Produkt, was du kaufst. Vielleicht eine Uhr oder sowas. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal an den Sportwagenmarkt denke, ist es bei mir selber. Ich mag zum Beispiel alte Ferraris. Die sind alles andere als perfekt. Sondern die haben also so viele Macken, aber genau das zeichnet sie aus. Und erstens, Perfektion, erste gute Nachricht lautet, ist gar nicht so beliebt. Und zweitens, ist mit Ausnahmen, ja, aber eigentlich gar nicht so beliebt, zumindest bei Menschen schon mal nicht. Ja? Wir reden ja über Menschen. Perfektion ist nicht sehr beliebt. Und zweitens ist die gute Nachricht, dass du nicht perfekt sein musst, macht für dich das Leben ja auch leichter. Also nicht zu perfekt sein. Ist etwas, was ich glaube, dass das haben Vorbilder auch an sich. Stattdessen Ecken und Kanten haben, Schwächen haben und auch es zulassen, dass mal was daneben geht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil sich Menschen damit identifizieren können, weil let's face it, so ist das Leben nochmal. Es geht nicht alles glatt. Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Okay, das ist gut. Nicht zu perfekt sein. Und was ist das? Fünfte, ich nenne das Walk the Talk. Walk the Talk heißt für mich, es auch selber so leben, für was man steht. Geht viel so ein bisschen auch in dieses authentische Sein, authentisch Sein rein. Aber lass uns mal präzisieren, einen hohen Anspruch an sich selbst haben und den auch leben.
Also weißt du, wenn ich sage, ja, ja, Disziplin, Disziplin, als Unternehmer musst du diszipliniert sein und dann muss ich das auch selber leben. Und wer mich so ein bisschen verfolgt, vielleicht auch auf Instagram und Co., da gebe ich ja sehr private Einblicke auch, der sieht das bei mir, dass ich halt einfach tatsächlich diesen Wert wirklich so lebe. Und das meine ich mit Walk the Talk. Es gibt ja auch ganz viele, so gerade so im Coaching-Markt da draußen, welche, die irgendwelche Versprechungen von sich geben oder sagen, sie stehen für irgendwelche Themen, zu denen sie Expertenwissen geben. Aber ich weiß, die haben ja in meinem Leben noch nie ein eigenes Unternehmen aufgebaut, außerhalb des Unternehmens, in dem sie anderen erzählen, wie man erfolgreich wird. Und das finde ich dann wiederum einfach, ja, finde ich schwierig. Ja. Besser ist es, walk the talk. Ist also selber machen und vorleben, was man so predigt. Das waren die fünf, aber weißt du was, ich habe noch einen Bonuspunkt für dich. Leidenschaft. Wenn du willst, ist das unser sechster. 5+1. Leidenschaft haben in dem, was man tut. Ich glaube, gute Vorbilder sind leidenschaftlich in dem, was sie tun und strahlen diese Leidenschaft aus und lassen diese Leidenschaft erkennen. Tja, das waren mal so 5 Punkte. So ein kleiner Zoom-in, das Thema Vorbild sein, Vorbild werden. Und mein letzter Tipp an dich lautet, diese 5+1 Sachen, die ich dir gerade genannt habe, die sind sowieso gut, die zu leben und zu integrieren in deinem Leben. Aber mach es nicht mit dem Ziel, Vorbild zu werden, sondern mach es einfach und dann ist die logische Konsequenz sehr wahrscheinlich, dass du ohnehin zum Vorbild wirst. Und ich bin gerne Vorbild für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, hey, ich möchte in den 4200 Wochen, die ich hier auf dem Planeten habe, möchte was schaffen, ich möchte ein freies und selbstbestimmtes Leben leben, ich möchte was hinterlassen, ich möchte einen Wert schaffen. Und ich liebe Unternehmertum und deswegen freut mich das, wenn ich für andere Unternehmerinnen und Unternehmer da inspirierend sein darf. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, weil ich finde, wie gesagt, ich mache da nichts Besonderes. Aber wenn es manch einem und einer hilft zu starten oder durchzuhalten und erfolgreich zu werden, dann habe ich meinen Job erledigt. Ja. Ich hoffe, das gelingt mir. Wenn dir es gefallen hat, gib mir gerne mal einen Daumen nach oben, hinterlass mir gerne einen Kommentar und abonniere den Kanal für mehr Geschäft. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.